So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Mittlerweile Part 16 und letztes Mal haben wir hier das Wasserhoftheater gefunden. Da könnten wir jetzt auch schon hin, aber ich habe gerade gesehen, mit kleinen Alice kommen wir hier noch irgendwo längs. Und das machen wir jetzt natürlich. Seht ihr das da hinten, ganz klein, die Schweinchennase? Die holen wir uns. Hoffentlich. Zack. Ich muss das Spiel kurz ein bisschen lauter machen für mich, sonst ist das hier ein bisschen sehr leise. Oh. Ich mache gerade das, was ich eigentlich überhaupt nicht gerne mache. Und zwar nehme ich an dem Tag auf, an dem ich den Part auch hochladen muss. Denn es ist gerade Donnerstag. Wie spät ist es denn? 20 nach 2. Okay. Oh, eine Erinnerung. Ja, auf jeden Fall, das mache ich eigentlich überhaupt nicht gerne. Passiert leider viel zu häufig. Hier brauchen wir das Steckenpferdchen. War da nichts drinne? Boah, was für ein Fail. Ja, ich möchte das eigentlich nicht mehr machen. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Oh, ist Epidermis, war das unsere Schwester? Das klingt wie eine Krankheit. Entschuldigung, Schwesterchen. Oh, noch eine Schatztruhe. Ja, Pferdchen. So. Ja, auf jeden Fall, ich hasse das, wenn ich am selben Tag aufnehmen muss. Es ist immer so stressig, weil, also das Aufnehmen, das mache ich ja gerne, das ist kein Problem. Es ist mehr nachher die ganze Zeit, die besonders das Rendern braucht und dann hochladen und oh, dieser Stress, weil es muss ja, also es muss nicht, aber ich möchte halt, dass es pünktlich hochgeladen wird. Oh, ich habe übrigens rausgefunden, wie man die bekämpfen kann. So, jetzt, nein, Alice. Oh, man muss nämlich da auf die Bombe schießen und dann kann man ihn angreifen. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Zack. Oh, die haben mich ja so fertig gemacht in der Vergangenheit, ne? Aber sind eigentlich gar nicht so schwierig. Oh, jetzt ist er weg. Haben wir ihn vertrieben? Nee, der ist einfach irgendwo anders. Da. Komm. Hol eine Bombe. Teleportiert er sich jetzt einfach rum? Das wäre super mühsam. Ach so, der mag das einfach nicht, wenn wir unsere... aua. Ja, das mag ich nicht. Mag der das einfach nicht, wenn wir unsere Pfeffermühle in der Hand haben oder so? Zack. Ja, komm. War's das jetzt? Oh. Endlich. Oh mein Gott. Ich meine, sie sind immer noch sehr mühsam. Sind wir ehrlich. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Aber kleine Alice hat da wieder was gesehen. Drum. Gehen wir mal nicht gleich den vorgeschriebenen Weg. Was hat sie denn gesehen? Außer, dass da oben... Was ist das denn? Können wir das treffen? Schätze nicht. Ach, das ist ein Seepferdchen. Ups. Können wir die hier kaputt machen? Ja, aber bringt uns doch nichts, oder? Da kommen wir ja nie hoch. Es hat geheißen, hier ist irgendwo ein Schalter. Ich sehe aber keinen Schalter. Und wir haben auch nur noch so ganz... Also nicht mehr so viel Leben. Hä? Bin ich blind? Warte mal. Kommen wir da vielleicht irgendwie hoch? Zeig mal. Nee. Nein. Die Antwort lautet nein. Okay, aber wir spawnen wieder hier. Das ist gut. Gucken wir doch nochmal. Weil sie hat vorher irgendwo hingeguckt. Oh. Oh mein Gott. Was war das?
Ja gut. Können wir das Ding da irgendwie treffen? Was ist denn das? Probieren wir es mal? Nein. Na gut, dann gehen wir weiter. Zack. Oh, zum Glück. Das war, natürlich gewollt. Ach so. Ja, jetzt macht das natürlich Sinn. Gut, oh, das ist so eine blöde Time-Sache, ne? Oh, war das knapp. Oh, war das wieder nochmal knapp. Oh mein Gott. Zack. Schnell, 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 schnell. Oh, gerade noch. Gerade so. Ach, und jetzt kommen wir zu dem Theater. Ah, jetzt ist da auch eine Düse gekommen. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir kommen da doch immer noch nicht hoch. Okay. Oh. So. Was ist das hier? Können wir das kaputt machen? Mit der Warp-Halt-Klange vielleicht? Nö. Das ist einfach nur Deko, oder? Ja. Dekoration. Okay, dann gehen wir zum Wasserhoftheater und gucken uns die Show vom Zimmermann an. Ich bin sehr gespannt, ob der uns vielleicht weiterhelfen kann. Naja. Das Theater. Ich gehe ja ganz gerne ins Theater, ehrlich gesagt. Oh. Achso, ich dachte schon, jetzt kommt gleich eine Cutscene. Ich wollte schon mein Maul halten. Was ist denn hier? Können wir hier hoch? Zu dunkel. Ich will noch nicht gleich da gerade reinlaufen. Also es ist bestimmt der richtige Weg, ja, aber... naja. Klein Alice sieht auch nichts. Hallo, Herr Fisch. Dann gehen wir mal rein. Hallo? Ah, Alice! Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich ein das... Ein Zug mir... vernichtet das Wunderland und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logistischen Vergeigung fehlen noch einige Showrequisiten. Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden erdacht. Dann musst du die melogetöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eulen nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Ja, tschüssi. Aber hier haben wir noch eine Flasche. Okay. Der Zimmermann ist... Also, so wie es aussieht, alles andere als bereit für seine Show. Weiterhelfen kann er uns, so wie es aussieht, auch nicht wirklich. Ach, dann gehen wir mal. Können wir jetzt vielleicht hier hoch? Ja, ja. Wir müssen ja zu diesem Oktopus, der anscheinend in dieser Richtung hier wohnt. Aber natürlich gucken wir uns zuerst mal ein bisschen um.
denn ich kriege mir Zähnchen. Oh, und Leben. Danke, danke, danke. Aber die kann ich doch auch. Ja. Mit der Warpal-Klinge geht das alles ein bisschen schneller. Wow, wir haben schon wieder fast 500 Zähne. Cool. Ich glaube, wir brauchen aber mehr als 500 für das nächste Upgrade. Bin mir aber nicht sicher. Und eine Erinnerung. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Okay. Hier machen sich dann wohl die Stars der Show bereit. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es im Alice-Film, also im Disney-Film, eine Szene gab mit den Miesmuscheln. Waren es Miesmuscheln? Auf jeden Fall waren es Muscheln. Und die wollten die essen. Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. Ja, ja, Grinsekatze. Welchen Kreaturen denn? Ich ahne Böses. Ach, ich will hier nicht runter. Kanonenkrabben. Die kennen wir doch. Ja, ja, aus, ich habe keine Ahnung, wie ich die bekämpfen soll. Ehrlich gesagt. Oh, ich wollte jetzt ausweichen. Vielleicht ähnlich wie die Klabautermänner. Vielleicht auch nicht. Okay, das scheint ja nicht viel zu bringen. Aua! Aua! Au! Wir sind gleich tot. Wie haben wir das denn letztes Mal gemacht? Also, wisst ihr, ich glaube, das war in dieser Szene, wo wir das Boot lenken mussten. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vor... Aua! History! Zack! Hallo, Herr Krabbe. Vielleicht mit dem hier vielleicht? Mit dem Steckenpferdchen? Ja, das scheint er nicht so zu mögen. Aber das Steckenpferd ist so langsam. Also, zack, zack, zack. Aber das, ich meine, Schaden macht es ihm nicht, so wie es aussieht. Nee, wir sind gleich tot. Wir sind sowas von tot. Ausweichen. Alles. Wir sind toter als tot. Hallo. Ja. Das war's. Ja, gerne. Ich habe keine Ahnung, wie wir den kaputt kriegen sollen. Ach, jetzt müssen wir hier alles nochmal durchlaufen. Vielleicht google ich nachher zwischen den Folgen kurz. Weil ich habe keine Lust hier wieder... Ja, Grinsekatze, dich haben wir schon gehört. Warte, sie hat irgendwas gesagt, von wegen in den Allerwertesten treten. Vielleicht müssen wir die Krabbe von hinten angreifen oder so? Dass die Grinsekatze das wörtlich gemeint hat? Au! Die uns jetzt so schnell tot gekriegt. Ach Mensch. Ja, ja, ich weiß. Gehen wir noch mal da links. Die Gegner werden echt immer schwieriger. Ich meine, angefangen haben wir mit diesen komischen Schleimdingern. Und die waren ja easy. Aber jetzt? Naja, auf jeden Fall widmen wir uns dieser Krabbe im nächsten Part. Ja, ich google, glaube ich, echt kurz, wie man die kaputt kriegt. Weil sonst dauert das hier noch ewig. Und dann würde ich sagen,
vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Das, ach, was wollte ich gerade sagen? Ach, ich bin vergesslich. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffentlich sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Für die von euch, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, immer mittwochs, so wie es aussieht, lade ich jetzt Heroes hoch. Guckt da gerne auch mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, wie immer, passt auf euch auf, bleibt cool und ciao zusammen.